Theo, schön, dass du da bist. Hast du das Spiel von wo aus gesehen? Auf der Tribüne? Ja, von der Tribüne, genau. Boah, bisschen zerrig, muss ich sagen, aber am Ende gewonnen, deswegen alles gut. Wäre es mit dir besser gelaufen? Weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen. Ha? Okay, bist du nächste Woche wieder fit gegen Erfurt oder brauchst du noch ein bisschen? Was macht dein gesundheitlicher Zustand? Wird auf jeden Fall besser, muss ich sagen. Ich hoffe, dass ich nächste Woche wieder spielen kann, aber wird sich im Laufe der Woche zeigen, denke ich. Und dann sehen wir am Wochenende. Okay, dann hoffen wir mal das Beste. Alles Gute, danke, dass du kurz da warst. Luca, schön, dass du da bist. Siegtorschütze heute. Seid ihr zufrieden mit eurer Leistung oder sagst du, ein Tor war zu wenig? Ich glaube, wir können schon mit der Leistung zufrieden sein. Klar, am Ende ist es nur ein 1-0. Wir hatten aber, glaube ich, die Chancen für mehrere Spiele. Klar, muss man es früher zumachen. Ich habe es gerade schon gesagt, ich bin mal wieder froh, als Verteidiger zu 0 zu spielen. Und ja, ein 1-0 nimmt man dann natürlich mit. Tauchst du vielleicht auch mal wieder öfter vorne auf, dann wird es auch nicht mehr ganz so spannend am Ende. Ja, ich versuche immer von Spiel meine Läufe da zu machen, die schon ein bisschen bekannt sind. Deswegen immer spielabhängig, wie es so läuft. Trotzdem war es ein Arbeitssieg heute. Warum war es so schwer, die gute Form, die wir eigentlich letzte Woche hatten, so mit rüber zu retten in das Spiel heute? Sah ein bisschen holprig aus, auch in der ersten Halbzeit. Was sagst du, woran lag das? Ja, ich glaube, jedes Spiel ist ein 0-0. Es geht von vorne los und Halberstadt ist jetzt auch natürlich schwieriger Gegner, stehen hinten drin, da die Lücken zu finden. Wie gesagt, wenn man die Chance macht, sagt danach jeder ein gutes Spiel gemacht. Ich denke, insgesamt können wir einfach zufrieden sein und das mit nach Erfurt nehmen nächste Woche. So, Isa, schön, dass du wieder im Tor stehst bei uns, endlich wieder fit. Nach ein paar Spielen, Pause 4 oder 5 waren es, glaube ich, die du nicht mitspielen konntest. Wie war es für dich, wieder reinzukommen? War es schwer oder sah eigentlich gut aus, oder? Ja, also ich habe mich direkt wohlgefühlt auch, gut gefühlt und ich wusste direkt, wie ich in das Spiel reingehe. Also war nichts von Nervosität oder irgendwie wieder reinkommen, weil ich war ja 2-3 Wochen da draußen und war nah an der Mannschaft dran. Also ich wusste, wie die Abläufe sind. Ich habe gar keine Zeit gebraucht, eigentlich, um irgendwie reinzukommen. Und hatte ein ganz gutes Gefühl und dann bin ich halt ausgerutscht da in den letzten 5 Minuten. Dann war das halt wieder so, oh Scheiße, keinen Schock drin gehabt, aber jetzt fühlt es sich gut an und ja, 1-0 Sieg, das ist das Wichtige. Den Schock hatten wir alle. War das die gleiche Stelle wieder mit, wie auch schon bei Chemnitz? Ja, genau, die gleiche Stelle, aber bin diesmal anders umgeknickt als gegen Chemnitz. Also dürfte nicht so schlimm sein wie in den letzten 3 Wochen, wo das passiert ist. Aber ja, ich bin zuversichtlich, dass das auch wieder heilt und ich denke, dass ich dann auch nächste Woche hoffentlich einsatzbereit bin und dann wieder alles geben kann. Wird sich ja schon im Training zeigen. Trotzdem endlich mal wieder zu 0 gespielt, das gibt auch Sicherheit hoffentlich, siehst du auch so, ja? Auf jeden Fall, ja, das tut auch wieder gut. Ich glaube, Oktober war das letzte zu 0 Spiel, also Pflichtspiel auch und ja, fühlt sich auf jeden Fall geil an. 3 Punkte sind da. Trotzdem am Ende noch mal ganz schön gezittert. Halberstadt hat noch mal Chancen gehabt, weil auch wir unsere Chancen nicht genutzt haben. Deswegen ist es am Ende wieder kribbelig geworden. War nicht nötig, oder? Ja, das kann man immer so sehen. Aber wir hatten 20 Chancen. Also wir können das Spiel auch 7-0 gewinnen, 8-0 gewinnen. Also wenn man das so sieht, wenn man in der ersten Halbzeit 1-2 Tore macht, dann schaukeln wir das ganz locker runter. Aber so, das ist halt Fußball. Also man macht die Dinge nicht rein vorne, dann kriegt man meistens hinten einen dafür. Aber wir haben das Ding bis zum Ende gezogen, zu 0 geblieben und das ist das Wichtige. Ah. Ich hoffe, es geht so mit dem Schriftzug, ja, oder? Geht's danke. So. Sascha, jetzt habe ich schon 3 Spieler gefragt. Was soll ich denn dich noch fragen? Es war ein ganz, ganz schwerer Arbeitssieg am Ende. Würdest du das auch so sehen? Ja, natürlich. Im Endeffekt gibt es auch nur 3 Punkte dafür. Und die wollten wir, die haben wir. Über das Wie kann man, glaube ich, Stunden reden. Wie viele 100%ige Chancen wir hatten, unfassbar. Es war ein Wahnsinnsspiel, Halberstadt, Pfostenschuss, dann einmal, als er am Isar vorbeigeht, am Tor vorbeischiebt. Ja, wenn du zurücklegst, guckst dich wieder an und ich glaube, der schwierigste Ball, oder was heißt schwierigste Ball, den hat er ja noch fast gehalten, der geht dann rein. Ja, Wahnsinn. Aber wie gesagt, im Endeffekt gibt es nur 3 Punkte für das Spiel, die wollten wir unbedingt und jetzt können wir, glaube ich, mit breiter Brust nach Erfurt fahren.
Okay, und trotzdem seid ihr mit eurer Leistung zufrieden, wenn man die Chancen nicht nutzt, oder ist man dann trotzdem irgendwie unzufrieden? Ja, ist schwierig. Ich glaube, dass wir trotzdem sehr, sehr zufrieden sein können. Ich meine, die Chancen hast du ja auch nicht durch Zufall. Das sind ja alles Sachen, die rausgespielt wurden. Ja, hast halt mal so Tage, wo es ein bisschen schwieriger ist. Ich weiß gar nicht, gegen wen das war, gegen Babelsberg. Da meinten die ja drei Schüsse, drei Tore so ungefähr. Und ja, heute haben wir halt den einen oder anderen liegen gelassen. Wirft uns nie um. Müssen wir daraus lernen und im Fokus eine Trainingswoche drauf legen. Mit letzter Konsequenz die Dinger da auch ordentlich reinzukrachen. Und wenn es aus einem halben Meter ist, Aber wie gesagt, ich denke, dass wir trotzdem ein sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht haben. Okay, danke dir. Schön, dass du da warst. Mund abputzen, weiter geht's. Schöne Woche. Ja.